Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Cyberia Teil 3. So, wir sollen jetzt noch für den Eierkopf hier die Medizin hier mal in die Gänge kriegen. So. Okay, haben wir denn hier? Leerer Becher, gut, leerer Becher. Bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Achso, hier die. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Beachten Sie mich gar nicht. Ich bin ja nur der Besitzer. Okay, kein Problem. Ein Prototyp für die Voliere der Klinik? Okay, gut, hier kann man nichts weiter machen. Gut, dann... Okay, hier sind massenhaft Uhren. Da kann ich auch nicht viel anfangen. Keine Medizin weit und breit. Leer. Leer. Okay, gut. Die Schubladen hatten wir ja schon durchsucht. Gut, was haben wir denn? All das Geklapper muss nach einer Weile richtig anstrengend sein. Okay. Hier, was haben wir denn hier? Tee? Ah ja, warte mal. Sieht aus wie hier der Abdruck von einem Becher. Okay, soweit, so gut. Warte mal. Offizieller Pass? Nee. Ich brauche immer Dokumente. Kacke. Was stand da jetzt nochmal in dem Medikament drin? Scheiße. Ach Mensch, so hier. Okay, jetzt kann man das Glas aufmachen. Was stand da jetzt nochmal drin? Keine Ahnung, warte mal. Oh, Alter, wie... Oh, das ist doch jetzt hier echt... Echt jetzt? Man muss dann mit der Maus viele, viele kleine kreisende Bewegungen machen um den Zeiger. Also das ist echt, das ist doch für ein Arsch, das ist doch. Alter, das ist doch... Alter, das ist doch für ein Arsch, Alter. Guck mal, ganz ehrlich, also... Die Steuerung ist doch... Alter, die Steuerung, das ist doch für ein Arsch hier. Hier, da muss ich so viele kleine Kreise Bewegungen machen, um die Mauszeiger überhaupt vernünftig bewegen zu können. Alter, was ist das denn jetzt für eine Scheiße?
So, keine Ahnung, jetzt nehmen wir den einfach mal was sehen. Okay, der springt da so hin. Aber was sie sich dabei gedacht haben, das werde ich nie was begreifen. So, keine Ahnung. Ich meine mich zu erinnern, dass Ada ist mit 3 Stunden vom Essen oder irgendwie so. So, aber wann ist der Armbrot? Ja. Was? Wie jetzt? Okay. Nee, ich will nicht nach unten. Okay, jetzt haben wir Stein als Mediziner. Das heißt also, er isst irgendwie abends um 8 wohl Armbrot. Danke für Ihre Hilfe, Frau Walker. Ich fürchte, ich war etwas voreilig mit meiner Einschätzung von Ihnen. Nicht der Rede wert, Herr Steiner. Erzählen Sie mir stattdessen von der Prothese. Ich muss sie Kirk wirklich bald bringen, wenn Sie bereit sind, sie mir zu überlassen. Ja, ja, ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Sie ist mit sehr präziser Mechanik ausgestattet, verstehen Sie? Wird das lang dauern? Tut mir leid, wenn ich dränge, aber ich muss auch den unglücklichen Yukol helfen. Ich muss einen Weg finden, wie sie mit ihrer Straußenherde den See überqueren können. Ich habe wirklich viel zu tun. Wenn das mechanische Bein fertig ist, kann ich in die Klinik gehen und den jungen Kirk zu Ihnen bringen. Dann können Sie sich stattdessen ganz auf die anderen Yukol konzentrieren. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Steiner. Aber warum tun Sie das alles? Ach, vorhin war ich nicht sehr nett zu Ihnen. Und auch die Art, wie die anderen Stadtbewohner hier, in meiner eigenen Stadt, die Yukol behandeln, widert mich an. Also will ich diesen armen Teufeln helfen. Selbst wenn ich mir nicht so sicher bin, ob sie den See überqueren sollten. Was ist denn das Problem, Herr Steiner? Die nächste Station auf ihrer langen Reise ist die Stadt Baranur. Seit dem letzten Straußenzug hat sie sich in die Hölle auf Erden verwandelt. Bitte begleiten Sie mich nach unten, Frau Walker. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Okay. Bin ja mal gespannt. Was ist hier? Nee, hier, das will ich mal angucken. Okay. Jetzt haben wir hier eine Filmrolle gekrallt. Fragt sich nur wovon. Sehen Sie bei den Regalen dort drüben nach, Frau Walker. Sie sollten einen Film über Baranur finden. Ah, das ist ja die Filmrolle jetzt. Ein alter Zeitungsausschnitt. Gut, dann gucken wir uns das gleich mal... Gut.
Baranur, Lokalnachricht, Zwischenfall, Atomreaktor, Baranur, Hörnspielen, Folgen herunter. Hatten wir doch schon. Kennen wir doch schon. So. Der Film fehlt. Ja, den Film hab ich. Baranur, verfluchte Stadt. Baranur, die Märtyrerstadt. Baranur besteht nur noch aus Routine und Verwüstung, seit Reaktor Nummer 3 des Atomreaktors explodierte. Baltimo liegt auf der anderen Seite des Sees, geschützt vor den anhaltenden Winden. Und zum Glück scheint es von den tödlichen radioaktiven Wolken verschont geblieben zu sein. Unsere Stadt wurde mobilisiert, um unsere Nachbarn zu Hilfe zu eilen. Obwohl unsere Stadt im Angesicht einer solchen Katastrophe nur bei bescheidener Bedienung sitzte, gab es unter uns noch einige brillante Maschinenbauer. In Rekordzeit entwickelten wir eine kleine Armee von Automaten, die den Betroffenen helfen konnten. Diese Männer und Hunde aus Stahl konnten dorthin gehen, wo Menschen keinen Fuß mehr hinsetzen konnten, ohne ernsthaft zu erkranken. Da drüben konnten sie als Aufkleber, Rettungskräfte und Träger für Verletzte dienen. Oscar! Sie sehen alle so aus wie er! Prachtstücke, nicht wahr? Das Modell XZ-2000 ist sicherlich eines von Hans' Meisterwerken. Ihr Auftrag war es, Überlebende der Katastrophe nach Malzenmoor zurückzubringen, wo die Opfer Dr. Sonjatis Klinik die bestmögliche Behandlung bekommen sollten. Die Kristall, die Ehre, die normalerweise jeden Tag zwischen den Städten Malzenmoor und Baranur verkehrte und die eine neue Art von Rettungskräften zum Schauplatz des Namens brachte und die Überlebenden der Katastrophe da herausholte. Also wurde Baranur durch einen Reaktorunfall verwüstet. Aber laut diesem Film haben die Automaten, die sie mit Hans entwickelt hatten, viele Leben gerettet, richtig? Ich fürchte, es kam anders. Wegen Kapitän Obo, der... Sarah, Frau Walker. Das ist Sarah, meine Enkelin. Okay. Dann gehen wir mal wieder... nach oben. Wenn ich wieder mal den Weg finde. Frau Walker, das ist Sarah, meine Enkelin. Schön, Sie kennenzulernen, Sarah. Ich bin Kate Walker. Ich muss eine Kerze für Frau Walker anzünden. Dank ihrer Besonnenheit und Geistesgegenwart bin ich noch am Leben. Sie fand meine Medikamente und gab sie mir, bevor es zu spät war. Donnerwetter! Du meinst, du hattest wieder einen Anfall? Ah, du bist so ungezogen, Großvater. Du musst dich unbedingt von Dr. Sanyatin untersuchen lassen. Nicht jetzt, Kind. Wenn ich dem jungen Jokul seine Prothese bringe, schaue ich beim guten Doktor vorbei. Warum unterstützt du bis dahin nicht Frau Walker? Sie sucht verzweifelt nach einem Weg, wie die Jukul-Karawane den See überqueren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Lösung. Das Schiff in dem Film, die Kristall. Mir ist gerade klar geworden, dass es das Schiff sein muss, das im Hafen liegt. Ich schätze, wenn es die Automaten von Ihnen und Hans transportieren könnte, sollte es auch die Strauße über den See bringen können. Ach, das ist keine schlechte Idee. Aber leider gibt es da ein kleines Größenproblem, Frau Walker. Ich denke, Sie meinen Kapitän Obos Alkoholproblem? Ich habe ihn vorhin an den Docks getroffen. Der Feigling flüchtet sich in den Alkohol, seit er unsere Automaten in Baranur zurückgelassen hat. Und er würde lieber sterben, als nochmal dorthin fahren. Er erzählt jedem, dass das Monster des Sees auf ihn wartet. Und sobald er wieder auf dem Wasser ist, kehrt das Biest zurück und schnappt ihn. Aber das ist natürlich ein Hirngespinst. Großvater... Ich weiß, du bist wirklich wütend auf Kapitän Obo, weil er die Automaten, die du mit Hans gebaut hast, in Baranur zurückließ. Er hätte auf sie warten sollen.
Sie sollten die Überlebenden, die sie in den Trümmern fanden, aufs Schiff bringen, um mit ihnen hierher nach Valsimbord zurückzukommen. Aber als er das Ufer von Baranu erreichte und die Katastrophe und all die Toten sah, bekam er große Angst. Die Krankheit, die Strahlung. Er muss eine Panikattacke gehabt haben, also wendete er sofort, kippte die Maschinen in den See und kam mit leeren Händen nach Valsimbord zurück. Und die Automaten befinden sich seither dort, in der Hölle. Aber wer weiß, vielleicht will er ja seine Ehre wiederherstellen. Ich bin sicher, Kate wird ihn überzeugen können, den Yukol zu helfen. Ich muss jetzt zu meiner Schicht im Gasthaus. Kommen Sie doch später mal bei mir vorbei, okay? Kapitän Obo wird auch dort sein. Gut, dann versuche ich, Kapitän Obo zu überzeugen. Danke für alles, Herr Steiner. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Glück wünschen sollte, Frau Walker. Baranu ist jetzt nur noch ein offenes Grab. Okay, finden Sie Captain Obo im Gasthaus. Nun gut. Denn ich hoffe doch mal, dass... Ah ja, jetzt lässt er mich raus. Ja, Captain Obo im Gasthaus finden. Jetzt ist nur die große Frage, wo ist das Gasthaus? Okay, hier geht's nicht weiter. Na, jetzt ist die Frage, wo ist das Gasthaus? Ich glaube es nicht. Er hat wieder vergessen, es offen zu lassen. Kirill! Kirill! Okay. Dann gehen wir mal da oben hin. Das Gasthaus. Wo ist es? Wo wäre ich, wenn ich ein Gasthaus wäre? Es beginnt beim Rathaus. Okay. Okay, die demonstrieren gegen die Yukol, gut. Herr Bürgermeister, wer zeigt mir das? Herr Bürgermeister, machen Sie Ihren Job und kommen Sie raus auf den Balkon. Die Wähler wollen mit Ihnen reden. Die Nomaden stehlen unsere Waren und unsere Kunden. Bitte hören Sie mir zu. Los, verzieh dich. Wir haben die Yukol völlig satt. Jagt sie endlich aus der Stadt. Nett. Werft sie alle raus oder wir streiken weiter. 10 Diebstähle in meinem Laden, seit diese Wilden aufgetaucht sind. Wo ist das blöde Gasthaus? Wir haben die Yukol völlig satt. Jagt sie endlich aus der Stadt. Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Billiger als bei den Nomaden. Weder das eine noch das andere will ich. In den letzten Monaten waren hier alle ziemlich griesgrämig. Ich habe kein Geld mehr. Schade. Wie die Nomaden hier behandelt werden, ist schrecklich.
Okay. Ja, wo ist jetzt das Gasthaus? Ich hätte jetzt auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht einmal mehr, wie ich jetzt dahin komme, wo das Schiff war, wo ich den Captain getroffen habe. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Okay, hier ist das Rathaus. Aber rein theoretisch gesehen könnte das Gasthaus ja eigentlich auch hier auf dem Platz sein, ne? Rein theoretisch. Gut, ich beende jetzt hier erstmal den Part, bis ich das Gasthaus gefunden habe, und im nächsten Part melde ich mich dann dort wieder. Bis dann, bye bye.